So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Die Sonne knallt schon wieder rein, aber wenn ich immer warte, bis die Sonne weg ist, ist das Essen kalt. Deswegen muss ich es jetzt mal in der Sonne drehen. Und zwar, was wir bestellt haben bei der Pizzeria Mamma Mia. Das ist deutlich mehr als das, was ich euch jetzt zeige, aber Pupsi hat schon was drin und isst schon was und nascht schon was. Ich wollte mir eine Pizza raussuchen. Ich habe gedacht, ich nehme eine mit einem super genialen Namen, wo ihr euch fragt, was da drauf ist. Und ihr kennt ja scharfe Pizzen, wie zum Beispiel Pizza Mafia oder Pizza Diavolo. Oder bei manchen steht auch Diavola drin. Oder Pizza, ja, keine Ahnung, was gibt es noch so, was eigentlich bei jedem auf der Karte steht. Hier habe ich eine gesehen, da steht Pizza Inferno und die klingt schon so brutal, dass ich mir dachte, ich muss unbedingt die Pizza Inferno nehmen mit Peperoni, Peperoni-Wurst und Paprika und das ist irgendwie schon alles und das ist jetzt eigentlich schon wieder total langweilig, aber ich wollte die ja in den Titel schreiben, also muss ich die ja nehmen. So sieht die dann aus, wenn man die mal zeigt, Inferno, ob das wirklich Inferno ist oder nicht. Wir haben noch die Hot Jalapeno Sauce und wir haben noch die Mad Dog zum Nachwürzen. Was ich euch aber zeigen möchte, was es auch noch gibt, auch wenn ich hier gar keinen Platz habe. Pupsi hat sich so ein super geniales Schnitzel bestellt. Es gibt nämlich Bolognese Schnitzel, normal, und Bolognese Schnitzel mit Spaghetti und Käse überbacken. Das ist das auf diesem Teller. Das ist leider im Flur runtergefallen. Wir haben es auf den Schrank gestellt, den Karton, da ist er runtergefallen. Die Pommes lagen überall verteilt. Den Rest vom Schnitzel hat sie jetzt versucht noch zu retten. Bolognese Schnitzel überbacken mit Spaghetti. Also das geht mich nichts an. Und ich habe gedacht, weil wir nicht auf den Bestellwert gekommen sind, nehme ich einfach noch einen Salat. Den muss ich euch aber wieder vorlesen, wie der heißt. Das ist nämlich der Salat Mamma Mia. Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Dönerfleisch, Gurken, Tomaten, Ei und Weißkraut. Beziehungsweise heißt das Putenhähnchen-Dönerfleisch und nicht alles drei, sondern es ist einfach mit Dönerfleisch drauf. Das kommt hier in diesem komischen Bottich. Und wenn ihr den aufmacht, habt ihr halt hier so Salat. Gibt's klein, gibt's groß, es dürften kleiner sein. Für 8 Euro, weil 8 Euro haben noch gefehlt, dass sie überhaupt liefern. So, den stellen wir mal zur Seite. Achso, das gab es auch noch dazu, gratis irgendwie. Wenn ihr das aufmacht, hier noch irgendwie so Brot. Halt vielleicht für den Salat dazu, zum Aufsaugen als Beilage. Wir wollen uns jetzt aber hier die Pizza Inferno rausholen. Nochmal kurz in die Kamera zeigen. Pizza Inferno. Die probieren wir jetzt, indem wir einfach mal ein Stückchen hinten raustrimmen. Das in die Hand nehmen, da jetzt einfach abbeißen. Und ich denke mal, die wird bestimmt nicht so krass scharf sein, auch wenn die als scharf betitelt wird. Aber Peperoni-Wurst, sonst ist da ja nichts drauf. Kann niemals scharf sein. Wir beißen rein. Ist auf jeden Fall noch warm. Nicht wie sonst, wenn ich immer was teste. Auf dem Balkon, wenn wir Essen bestellen. Die Paprika wirkt schön frisch, die Pizza wirkt schön saftig, ist halt nicht viel drauf, aber das, was drauf ist, macht einen guten Geschmack. Dünner Boden ist auch am Start, aber scharf würde ich das nicht nennen, schmeckt zwar super gut, liegt leicht im Magen, scharf würde ich es trotzdem nicht nennen. Da ist eine Pizza Mafia, wenn man die manchmal nimmt, wo ganz viel Zwiebeln drauf sind und schwarzer Pfeffer und so weiter, viel, viel brutaler. Und manchmal macht man ja auch Spezialsoße drauf. Hier gibt es sowas ja gar nicht wirklich. Hibu war halt eine andere Gegend, eine andere Zeit. Hier isst du die Pizzen am besten so, wie sie sind, denn so schmecken sie am besten. Mich hätte ja mal interessiert, wie der Vergleich ist zwischen der Diavolo und dieser Inferno. Die Diavolo ist vielleicht sogar dann ein bisschen schärfer als die. Warum die Inferno heißt, weiß ich nicht. Wir essen das Stück noch auf und probieren dann mal ein weiteres mit der Hot Jalapeno Sauce. Okay, ich merke, gerade jetzt, wo ich das Stück zu Ende gegessen habe, gerade wenn es zum Rand hingeht, wirkt die trotzdem sehr pfropfig, sehr trocken. Ah, ich bin halb erstickt jetzt an dem Rest hinten. Jetzt weiß ich, wieso Pupsi, wenn die Pizza isst, immer hinten den Rand einfach übrig lässt und nur bis zum Rand abbeißt.
Also da fehlt wirklich was. Da wäre es gut, wenn dann noch irgendwie eine Soße drauf wäre, aber nochmal 1,50 Euro für eine Soße extra bezahlen, ist mir zu krass. Wir haben jetzt unsere Hot Jalapeno Sauce. Die tröpfeln wir mal hier drauf und beißen dann nochmal hiervon ab. So ungefähr. Oh, richtig genial, das ist ja wie Tabasco, theoretisch. Passt einfach immer zur Pizza. Auch hier wertet das Ganze nochmal auf. Ihr habt trotzdem diese guten Zutaten, dieses Frische. Aber wird nochmal ein bisschen gegen das Trockene. Kämpft das nochmal an. Und es kommt noch eine kleine Essignote hinzu. Eine Schärfe wird erzeugt auf einmal, die vorher gefehlt hat. Wir haben aber immer noch unsere Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Die heizt das Ganze jetzt nochmal auf, wo man jetzt schon merkt, dass es scharf ist und in der Sonne sitzt, wodurch alles irgendwie noch heißer erscheint und noch schärfer. Hauen wir uns trotzdem jetzt noch Mad Dog Tropfen drauf. Wird geschmacklich vielleicht nicht dazu passen. Wir brennen dann einfach nur noch alles. Aber irgendwie müssen wir immer Mad Dog vergleichen zum Rest, wenn die Flasche irgendwann mal leer wird. Wir rollen es kurz zusammen. Ich sag schon mal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, Inferno. Mit der Mad Dog ist einfach alles Inferno. Okay. Ich muss sagen, die passt sich sehr gut an, diesen frischen Zutaten und diesen Paprika, Peperonis und dieser Wurst, passt das irgendwie trotzdem dazu, besser als erwartet. Und für den restlichen Tupfen hinten möchte ich jetzt einfach nochmal einen Tropfen nehmen. Normalerweise müsste ein so ein Tropfen für die komplette Pizza reichen. Mit zwei Stück für ein Stück, also zwei Tropfen für ein Stück, das merkst du auch gleich. Deswegen freue ich mich nachher noch auf meinen Salat zum Ausgleich. Was ist die letzte Pizza, die ihr gegessen habt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.